Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grade. Heute werden wir ein super einfaches und schnelles KFC Chicken Recipe machen, also ein KFC Style Chicken Rezept, wo wir Hähnchen mit dieser typisch knusprigen Panade machen. Und wie das wunderbar einfach für jeden funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Los geht's! Fangen wir an mit unserer Grundlage. Dafür nehmen wir unser Hähnchen und da kann ich euch empfehlen, klassisch entweder wirklich Chicken Wings zu nehmen oder ihr nehmt euch solche Innenfilets, dann habt ihr so schöne Filet-Bites. Wir haben jetzt hier Hähnchen-Innenfilets und die werden wir jetzt erstmal würzen. Dafür nehmen wir uns Salz. Vom Salz nehmen wir für ein Kilo Hähnchen einen Esslöffel. Dann nehmen wir uns Chili-Pulver, davon nehmen wir einen Teelöffel. Dann nehmen wir noch ein bisschen Paprika, davon nehmen wir wieder einen Esslöffel. Und zu guter Letzt noch Pfeffer. Ich habe jetzt hier frisch gemahlenen Pfeffer und davon werde ich einen Teelöffel wieder drüber geben. Dann werden wir das jetzt alles einmal gut durchmixen, dass das Gewürz überall ans Hähnchen rankommt. Und wenn wir das haben, stellen wir das zur Seite und kümmern uns um die Panade. Für die Panade brauchen wir Mehl, dafür nehme ich jetzt 125 Gramm im Verhältnis zu den weiteren Gewürzen, die ich da jetzt reintue. Zu dem Mehl packen wir ein Ei Größe M. Ups, geil. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein neues Ei. Ei-Versuch Nummer 2. Wir schlagen es einmal auf Nummer sicher auf. So, das kommt dazu. Dann kommt auch hier jetzt nochmal ein Esslöffel Salz rein. Dann, je nach Geschmack, ein Esslöffel Knoblauch. Und ein Teelöffel Pfeffer. Das Ganze müssen wir jetzt verrühren und unsere Geheimzutat letztendlich, damit es wirklich eine KFC-Panade wird, ist ein bisschen Wasser. Wir werden ein bisschen Wasser dazugeben, erstmal nur etwas und dann werden wir verrühren und dann werde ich euch gleich zeigen, wie viel Wasser wir hinzugeben bis zur richtigen Konsistenz. Schaut, dass eure Panade nachher in etwa diese Konsistenz hat. Das heißt schon relativ flüssig, aber immer noch so, dass sie so ein bisschen klebrig ist und dass möglichst wenige Stücke nachher noch drin sind. Macht es euch einfach, nehmt einen Schneebesen. Ich habe es jetzt mit dem Löffel gemacht, weil ich keine Lust hatte, einen Schneebesen zu holen. Aber mit dem Schneebesen geht das schneller. Damit ist unsere Panade aber noch nicht fertig, denn wir brauchen jetzt noch einmal Mehl, was wir nicht mit Wasser und Ei mischen, sondern einfach Mehl. Da werde ich jetzt aber noch mal ein bisschen Paprika zugeben, dass wir da noch mal ein bisschen Würze drin haben. Und da gebe ich jetzt noch mal einen Esslöffel Paprika rein. Ich habe jetzt hier auf meinem Seitenkocher einen Topf mit einem Liter Rapsöl und den werden wir jetzt auf mittlerer Stufe erhitzen. Ihr könnt das natürlich genauso gut auf dem Herd in der Küche machen. Ihr braucht keinen Grill dafür, das ist ein einfacher Gaskocher. Dann können wir jetzt alle Komponenten miteinander verbinden. Wir werden unser vorgewürztes Hähnchen nehmen, werden das einmal in unsere Panade, in unsere Flüssigpanade eintauchen, sodass überall ein bisschen Flüssigpanade dran gekommen ist. Und dann werden wir das nochmal in unser Mehl eintauchen. Nehme ich mir einen Löffel für. So. Schaut, wenn ihr das macht, dass wirklich überall Mehl dran ist, dass ihr keine feuchte Stelle mehr am Hähnchen habt, sondern alles schön mit dem Mehl bedeckt ist. Jetzt kann man schon so ein bisschen die Struktur, die nachher entsteht, schon erkennen. Und davon machen wir uns jetzt zwei, drei fertig und dann zeige ich euch, wie das nachher aussieht.
Man sieht jetzt schon hier so die erste Struktur von dem, was das nachher auch werden soll. Und das kommt jetzt rüber in unseren Topf mit dem heißen Öl. Wenn ihr die Hähnchenteile paniert habt, packt die so schnell wie möglich in die Fritteuse. Lasst die nicht lange irgendwie auf dem Teller liegen. Ansonsten wird die Panade wieder platt gedrückt und ihr bekommt nicht diese richtig schönen crispy Stücke an der Panade dran, die ihr haben wollt. Wichtig ist, dass das Öl von Anfang an die richtige Temperatur hat. Und dafür nehmt ihr euch am besten so einen kleinen Holzspieß, haltet den einmal rein und wenn sich dann Bläschen bilden, dann wisst ihr, das Öl ist heiß genug. Ansonsten wäre das Öl noch zu kalt. Durch die Hähnchen kühlen wir es noch weiter runter und dann würden die sehr viel Fett ziehen und wären nachher nicht mehr ganz so lecker. Jetzt werden wir drei von unseren panierten Stücken hier einmal in den Topf reingeben. Ich empfehle euch auch nicht zu viel auf einmal reinzugeben. Eins. Zwei. Und die Nummer drei. Mehr werde ich jetzt in diese Größe von Topf und in diese Menge von Öl nicht reingeben, weil wir sonst einfach die Temperatur zu sehr runterkühlen würden. Die Hähnchen gegenseitig würden sich platt drücken und dann hätten wir nachher nicht dieses schöne Crispy von außen. Die ersten Teile sind fertig und wir werden jetzt einmal probieren, verkosten und schauen, wie crunchy die wirklich geworden sind. Ich würde sagen, das ist uns wunderbar gelungen. Ein sehr leckeres Rezept. Kommt einem KFC, ja, Filet-Bite relativ nah vom Geschmack her. Ist natürlich nicht das originale Rezept. Aber so habt ihr jetzt mal gesehen, wie ihr das ziemlich einfach und schnell zu Hause nachmachen könnt. Es ist kein großer Aufwand. Wir brauchen nicht irgendwie Cornflakes oder keine Ahnung was. Wir kriegen das richtig knusprig, richtig saftig und schön gewürzt hin. Kurze preisliche Kalkulation mal für euch. Bei KFC zahlt ihr ungefähr das Doppelte, ein bisschen mehr sogar als das Doppelte, für dieselbe Menge an Hähnchenteilen. Wir können euch das mal berechnen und schreiben euch das in die Beschreibung, wie das genau aussieht mit dem Preis. Aber ihr spart euch auf jeden Fall eine ganze Menge Geld, wenn ihr die Teile selber macht, als sie bei KFC zu kaufen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas öfter sehen wollt oder ob es andere Rezepte noch gibt, die ihr sehen wollt. Alles damit in die Kommentare. Ich werde darauf eingehen und das Woche für Woche bearbeiten und hochladen. Ansonsten Abo natürlich nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao. Noch viel zu heiß und das war nichts. Müssen wir noch mal einen machen? Oh, viel zu heiß. Geiler Outtake, glaube ich. Geht. Danke. Ich habe auch noch. Oh Gott. So. Gut, dann nochmal.